Moin Leute, ich bin Servo von New Servo und jetzt seht ihr ein neues Video von The Party TV. Moin Leute und ja, willkommen bei der Analyse von Dortmund vs. Bayern. Es war gerade eben die erste Halbzeit und es stand 0:0 für Dortmund vs. Bayern. Ja, wenn ich ehrlich bin, habe ich getippt gehabt für Dortmund. Und warum, kann ich euch jetzt sagen? Denn mein Kollege Konstantin, der ist Bayern-Fan. Und ich kenne sehr viele Bayern-Fans und ich meine, okay, Bayern hat die Bundesliga ja ganz gut gemeistert. Ja, gegen Bayern Leverkusen haben die nur verloren. Aber trotzdem, ich meine, verloren ist verloren und ich war noch nie wirklich ein Bayern-Fan und ich kann Bayern von Grund auf nicht leiden und ja, ich weiß auch nicht warum. Und was haltet ihr eigentlich von den ganzen? Also steht gerade immer noch 0:0 und ich werde mich nochmal melden, wenn ein Tor gefallen ist und wenn nicht, melde ich mich nochmal kurz zum Schluss. Bis dann, Leute. Hey, leider ist kein Tor für Bayern, ich meine für Dortmund. Da hat er tatsächlich dieser komische, suizidgefährdete, einsame, war das ein Pole oder war das kein Pole? Weiß ich nicht, ich kann seinen Namen auch wirklich gar nicht aussprechen, Musiki oder was auch immer, da ein Tor geschossen. Dieser kleine Simulant. Also ich habe mir gerade eben sein Foul angeguckt, ja? Und vielleicht hat das ja was mit den Ellbogen wirklich zu tun gehabt, dass er im Sprung da den Ellbogen auf den Kopf bekommen hat. Weiß der Geier, weiß der nicht. Ganz egal, Bayern führt tatsächlich 1:0 in der 61. Minute. Und dafür ist er aber ganz schön spät auf den Boden gesprungen, dass er ja angeblich ein... ja, Kopfding bekommen hat. Aber sieh doch, wundert euch nicht, wenn ich die ganze Zeit nach da hingucke, da steht mein Fernseher. Und ja, man muss sagen, ne, eigentlich hat Dortmund mehr Torchancen. Und jetzt steht Bayern wieder kurz vorm Tor und na, nee, da hat der Dortmunder Torwart ja echt gut gehalten. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann, ja, sollte noch ein Tor fallen oder halt nochmal zum Ende. Bis gleich. Oh, jetzt ist ein Elfmeter für Dortmund. Haha, geil, Alter, ich freue mich. Dann müssen wir kurz live, dabei ist er sogar mit Ton vom Fernsehen. Concentration. Ja, 1:1. Konstantin, ich wusste es, das holen wir auf. Ich wusste es, das holen wir auf. Ja. Okay, ist gut, ist gut. Das ist jetzt, ne, aber ab 18. Das hier ist ab 18. Nee. Das müssen wir rauscutten. Cut, Kameramann. Ja. So, Leute, ja. Herzlichen Glückwunsch an Bayern. Die haben es ja echt geschafft, noch ein 2:1 daraus zu zaubern. Und ja, Bayern ist in der Champions League im Finale. Die haben den Pokal. Glückwunsch auch an Konstantin. Ich hätte es nicht gedacht, ehrlich. Und wie man sieht, hält sich meine Freude echt in Grenzen. Aber naja, das ist ja nicht das Problem. Denn es gibt ja auch noch ein neues. Und ja... Schade für Dortmund, natürlich, finde ich auch. Also ist echt schade. Wie gesagt, ich zeige gerade nicht so meine Freude. Ich habe jetzt auch ein bisschen später halt dann angefangen aufzunehmen. Denn, wen juckt schon Bayern heutzutage? Hä? Ich meine, ich habe vielleicht dann jetzt ein paar Dislikes und so. Und das sind dann halt die Bayern-Fans, weil ich über Bayern so scheiße rede. Aber wen juckt das heutzutage noch? Hm? Alles kacke hier. Alles kacke. Am besten nehme ich meine 7 Sachen und zieh aus. Das meine ich jetzt ernst. Raus! Ich freue mich überhaupt nicht. Dieser Schiedsrichter, Nikola, schieß mich tot. Pum. Was soll ich nur dazu sagen?
Ich weiß es einfach nicht mehr. Mir fällt nichts mehr dazu ein. Nichts. Gar nichts. Bekloppt sowas. Bekloppt. Bekloppt. Ich sag, Leute, ne? Ich hoffe, es hat euch wieder gefallen, ne? Ein neues Video von mir auf The Party TV. Mein Name ist Patrick. Hebt die Flossen, Leute. Und ciao. Euer Patrick von The Party TV.